Ja. Du musst erstmal ausschlafen. Ja, Öl wird halt benötigt. Pilze haben wir mittlerweile genug, aber noch immer kein Öl. Aber erst muss... der Tempel fertig gebaut sein. So, hoffentlich ist das nicht zu weit auseinander. Ja, Pilze und jede Menge Kakteen. So, und da sind wir dann am Vorratszelt. Yay. Da kann jemand wieder trainiert werden. So, du essen. Ja, Werkzeugschreinerei steht schon seit einer Weile leer, ist aber nicht so wild. So, du Druide. Und hier zwei baut. Mir hier eine Eisenschmelze hin. Und ein Dreifamilienhaus. Dann das Ganze bitte noch an die Straße anschließen. So, das Dreifamilienhaus kommt nämlich der Eisenschmelzer, der dann auch die Waffen und so schmieden wird. Also Waffen, Eisen, Werkzeuge und so. Und... eigentlich ist es doof. Eigentlich brauche ich einen Eisenschmelzer und einen Schmied. Für kontinuierlich... also ein Zweifamilienhaus. Hierhin bitte. Ja, machen wir mal die Wombo-Kombo. Und machen eine schwere Eisenindustrie. Okay, Öl wird hergestellt. Ah ja, Wegweiser, darum wollten wir uns auch noch kümmern. Ja, hier unten wird es dann lustig. Zum Glück liegt ziemlich viel an Baumaterial einfach so in der Gegend rum.
Weil ich werde auch die Wombo-Kombo für Gold machen. Also ein Goldsucher, ein Goldschmelzer und ein Holzfäller. So, ich denke mal den Steinmetz. Sobald er den Stein eingelagert hat. Kann ich wieder zum Eisenschiffer machen. Wir brauchen Möbel. Ja, wir haben den Druiden erfunden. Der soll uns jetzt erstmal weiter Öl machen, bis er keine Pilze mehr hat hier. So, dann geht's hier los. Mit einem Vorratszelt. Einem Dreifamilienhaus. Einem Holzfällerzelt. Und einer Goldmine. Und du wirst Bauarbeiter. Da gehen sie weit zum Steine holen. Ja, das wird was geben, bis das fertig ist da unten. Vor allem werden unsere Bauarbeiter ein gutes Stück zum Laufen haben. Okay. Du kriegst einen Jungen. Du kriegst einen Jungen und du kriegst ein Mädchen. Dann läuft nämlich die Eisenproduktion an. Ja, und die haben jetzt weite Wege zum Zurücklegen.
So, und Kinder kommen. Okay, die schicken wir erstmal auf Abwege. Du brauchst was zu essen und du musst schlafen. Gut, für die beiden wird es auch lustig werden. So, dann schicken wir dich mal zu dem Leder da drüben. Ja, Öl kommt jetzt in rauen Mengen an, das ist gut. Holz wird auch wieder mehr. Holzwerkzeuge sind auch noch genug da. Haben beide Hunger, ist verständlich. Also ja, unsere Goldmine zu bauen, das wird eine Weile dauern. Und mir fällt gerade ein, ich hätte erst nur einen Jungen in Auftrag geben brauchen. Wie das immer klingt. Yeah. Ziemlich doof. Du arbeitest bitte an dem Gebäude und brauchst Leder, also nimm du dir da das Leder. Da liegt das nächstes nicht mehr rum. Was ist mit unseren anderen beiden Bauarbeitern? Sind langsam auf dem Heimweg, aber er wird hungrig ankommen. Ach, er holt das Weizen fürs Dreifamilienhaus. Ach, gut.